Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stablecraft. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja hier einiges im Mollenstall gemacht. Und seitdem ist einiges passiert, was ich euch jetzt erstmal zeige. Zwar habe ich hier erstmal die komplette Umgebung um den Mollenstall rumgestaltet. Das heißt, hier vor dem Stall noch diese Wege und diese Läden natürlich hier. Ich habe ja auch schon mal Villager reingemacht. Genau, die habe ich so gemacht, dass sie sich nicht bewegen können und dann halt so hier in der Stufe drin stehen, genauso wie die Armor-Stands hier. Und ja, das ist, glaube ich, die beste Lösung dafür. Besser hätte ich es jetzt nicht hinbekommen. Und hier drin kann man auch erkennen, habe ich auch innen drin etwas gestaltet. Genauso wie bei dem Laden hier drüben. Kann man hier auch grob reingucken, damit es von außen nicht so ganz so leer aussieht. Und genau, da habe ich hier oben noch das Dach so leicht schräg gemacht. Bei dem einen ist ja in SSO auch so. Und bei dem, der geht ja hier so in den Stall mit über. Des Weiteren hier der Bereich. Hier fehlt dann nur noch der Transporter. Und hinter dem Stall die Umgebung. Und auch an der Mauer hier die Natur. Und wenn wir gerade schon bei Natur und Landschaft und so weiter sind, da hat sich auch einiges getan. Wenn ich mich gleich umdrehe, seht ihr das. Und zwar habe ich hier die komplette Landschaft schon gut wie, naja, noch nicht fertig, die Bäume fehlen noch, das machen wir heute in dieser Folge. Aber ich habe halt die Bodenstrukturen und so weiter alles schon gemacht und auch, ja, die Bodenschicht sozusagen mit Blumen und so weiter mit Gras gestaltet. Und hier auch nochmal die Felsen etwas angepasst und die Wege weitergezogen. Und zwar ist das dieser Weg hier, der zum Schmied hinterführt. Hier kommt dann die Schmiede hin. Und ja, weiter müssen wir dann nochmal schauen. Und hier drüben hat sich, glaube ich, etwas auch noch getan. Genau, hier habe ich noch ein paar kleine Anpassungen vorgenommen. Und ja, ich habe schon mal so einen Baum vorgebaut, wie ihr hier seht. Das ist der einzige Baum, der momentan hier steht. Den habe ich mir hier oben vorgebaut. Und ja, ich bin kein Baumexperte und ich kriege das jetzt auch nicht so hin. Also in Minecraft kann ich echt nicht so gut Bäume bauen. Deshalb habe ich so gut wie es geht irgendwie versucht und ich krieg's aber nicht besser hin, deswegen werde ich diesen Baum hier erstmal größtenteils verwenden und dann vielleicht noch eine kleinere Variante bauen, damit nicht überall derselbe Baum steht, aber ich kann jetzt auch nicht irgendwie 50 verschiedene Baumvarianten bauen, damit, ja, also wie gesagt, ich bin da nicht der Experte und der hat mich schon eine halbe Stunde Arbeit gekostet, von daher werde ich den jetzt einfach irgendwo mal einfügen. Genau, um den einzufügen, geht das ganz einfach mit World Edit, mit dem Command, und ich werde ihn nicht an jedem Baumstumpf, der hier steht, einfügen, aber an einigen. Machen wir das Ganze mal. Ich hoffe mal, die Orientation ist gerade richtig, dass das in die richtige Richtung dann zeigt. Und ja, perfekt. Dann haben wir hier schon mal den Baum so. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Dann würde ich sagen, hier kommt dann keiner hin, aber hier kommt wieder einer hin. So, perfekt. Dann können wir, ja doch, hier ist eigentlich auch ein größerer. Muss ich kurz die Stufe hier noch wegmachen. Und da haben wir das schon. Haben wir hier, oh, oh Gott. Ah, das habe ich jetzt gar nicht bedacht, dass die mitkopiert werden. Hoppala. Muss ich gleich nochmal anpassen. Stimmt, oh Gott, die habe ich vergessen wegzumachen. Das ist gar nicht gut. Wo ist denn der? Ach genau, das ist nur der eine immer. Das heißt, den habe ich schon weggemacht. Hier ist noch einer. Und bei dem da drüben müsste der jetzt eigentlich auch irgendwo noch rumstehen, der kleine. Ah genau, der hier ist das. Okay. Mache ich das Ganze nochmal. Und genau, der Bereich, den muss ich nochmal markieren hier. Einfach nochmal von hier bis hier. Und dann mache ich diesmal das Ding vorher weg und dann erst kopieren. So. Perfekt. Dann sollte das Ganze jetzt klappen. Und wo kommt der nächste? Ja gut, hier würde ich auch noch einen großen hin machen. Hier zwischendrin kommen dann noch ein paar kleine hin. Aber an sich würde ich, glaube ich, ja, genau, hier einen großen hin machen. So. Oh. Na komm. Gut, da haben wir hier noch so einen großen und dann hier zwischendrin immer mal. Das heißt, hier wieder ein. So. Dann. Ja, hier davor.
mach den erstmal weg, weil ich glaube, der würde hier in Konflikt mit den mit dem Stein hier kommen, deswegen mache ich hier erstmal keinen hin. Den nächsten machen wir mal hier hin. So. Und ja, hier kann eigentlich auch nochmal ein großer hin. Ich hoffe mal. Ja doch, perfekt, das passt. Und hier warte ich erstmal. Hier kann nochmal ein großer hin. Erstmal den Boden hier ausbessern noch. So, hier noch. Dann würde ich hier einen hinmachen. So, das Ganze sieht jetzt auf jeden Fall schon mal viel bewachsener aus. Das ist ja eigentlich so ein Wald eigentlich schon. Hier, wo man immer das Holz sammeln musste für den Schmied. Hier ist an sich in SSO kein Baum, das ist nur so eine kleine Zwischeninsel. Aber ich mache hier nochmal einen großen hin. Und hier kommen auf jeden Fall später auch nochmal eine Menge Bäume hin. Gut. Gut, dann hier oben würde ich vielleicht sogar noch welche hinmachen. Nicht an jeder Stelle, aber ich mache hier nochmal einen hin. Dann hier. Perfekt. Und ja doch, hier können wir eigentlich auch noch einen hinmachen. Und hier auch noch. Beziehungsweise. Ah. Doch, hier. Hier machen wir noch einen hin. Cool, dann fliege ich jetzt nochmal nach oben und guck nochmal. Ja, an sich fehlt hier eigentlich noch einer. Gut, dann machen wir. Gut, welchen würde ich jetzt nochmal. Mach, glaube ich, hier nochmal einen Baum hin. Und dafür den hier drüben ein Stück weg. Mach ich hier einfach einen kleinen dann hin. Und den hier mache ich auch ein Stück rüber. Kommt hier auch nochmal ein kleiner hin. So, ich denke, das sollte passen. Wegen den kleinen muss ich jetzt echt nochmal gucken. Den muss ich auf jeden Fall noch vorbauen nachher. Wird auf jeden Fall echt eine Menge Arbeit. Aber ja gut, hier kann ich nochmal. Ah, obwohl. Ja doch. Hier kann ein großer hin. Und dann dahinter noch ein kleiner. Machen wir das einfach so, dass. Oder wir lassen ihn einfach weg. Muss er nicht 1 zu 1 wie ein SSO sein, reicht ein Baum hier. Und ansonsten. Hier machen wir es nochmal so, dass hier ein großer hinkommt. Und wie gesagt, hier mache ich zwischendrin noch ein paar kleine, hier sind noch keine Stämme. Aber allzu viele Bäume müssen es ja auch nicht sein, also an sich sieht das schon gut aus und ich werde hier auch ein paar wegmachen. Muss ja nicht genauso wie ein SSO sein. So, der kann eigentlich auch noch weg. Man muss ja auch nicht übertreiben mit den Bäumen. In Minecraft ist das ja nochmal um einiges größer als in SSO. Auch hier kann eigentlich ein kleiner hin. Ist ganz okay. Der kann eigentlich. Ah, wo machen wir den mal hin? Hier so. Den kleinen noch. Den hier weg und dafür hier noch einen kleinen. Ja gut, dann an die anderen Orte. Denke ich mal. Ach hier, hier können wir noch einen großen hin machen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nichts kaputt mache. Ah, das war knapp. Okay. Aber es passt. Ja doch, der sieht ganz gut aus hier. So leicht mit dem Weg. Gut. Dann? Ah, wartet hier. In SSO sind hier zwar mehrere Bäume, aber ich mache einfach hier dafür noch einen hin. Und hier noch einen kleinen. Und dann sollte es auf jeden Fall passen. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal von oben. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, ja. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher ohne Bäume. Und ja, ich werde jetzt nochmal schauen, dass ich noch einen kleinen Baum vorbaue und den dann danach noch einfüge. Also bis gleich. Ich nehme den jetzt einfach mal. Fangen wir mal mit der ersten Variante an. Kopieren den kurz hier. Und dann fügen wir den unten mal ein. Ach, wartet. So. Dann kopieren.
Und dann schaue ich mal, wo wir den überall einfügen. Ich würde einmal sagen, hier zuallererst. Wo habe ich es? Da. Mal gucken, wie das so aussieht. Ja, geht eigentlich voll. Gut, dann machen wir hier noch einen so einen hin. So. Dann hier. Und hier. Dann hier noch ein. Ja, nee, da mach ich den anderen hin. Aber hier kann ich noch einen hinmachen. Dann hier noch. Ich hoffe mal. Ah. Es war knapp mit dem Berg, aber passt eigentlich. Hier muss ich mal schauen. Das ist, glaube ich. Ah, machen wir das mal. Oh. Hier so ein bisschen weg. Ah, doch, das passt eigentlich ganz gut. Dann wollte ich ja hier noch zwischendrin welche einfügen. Und zwar mache ich da hier mal einen hin. Und hier. Perfekt. Und dann hier noch einen. So. Dann schaue ich nochmal von oben. Ah, hier kann ich nochmal einen hinmachen. Beziehungsweise, ja doch. Machen wir hier mal. Und hier noch. Genau. Hier habe ich schon den. Und an die anderen würde ich jetzt den anderen mal holen. Dann kopiere ich den anderen Baum mal. Also die sehen ziemlich ähnlich aus. Es gibt nur leichte Unterschiede. So. Dann die Stufe weg. Und dann machen wir den an die anderen Flächen. Einmal hier hin. Dann mache ich hier noch so einen hin. Und hier muss ich übrigens auch noch Wiese und so unten drunter. Also Graspflanzen und ein paar Blumen und so. Mache ich dann auch gleich noch, so wie es hier drüben ist. Gut, habe ich hier was vergessen? Nee, das sieht ganz gut aus. Dann ist hier noch ein Stumpf. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Dann kommt hier noch einer hin. Und hier kommt noch einer hin. Gut. Ah ja, genau, hier hinten noch. Ah. Ja doch, hier kommt dann die Schmiede hin, das sollte passen. Hier habe ich noch einen vergessen. Und wegen dem hier muss ich mir schauen, also ich weiß nicht. Ich kann es mal probieren, aber es wird wahrscheinlich schief gehen. Ja, obwohl. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Haben wir hier so ein bisschen in den Stein reingewachsen, warum nicht? Also, ja doch, den lasse ich so. Sieht eigentlich ganz gut aus. Doch, doch, das sieht gut aus. Perfekt, gut, dann mache ich hier noch einen hin. An den Rand. Ja, hier. Und ansonsten, ah ja, hier habe ich noch einen vergessen, da drüben dann. Einen hier noch hin. Und natürlich, ja, den mache ich ein Stück rüber. Können wir eigentlich zwei hinmachen, warum nicht? Die Seite muss ich dann zwar eh noch andersweitig gestalten. Hier habe ich noch gar nichts vorbereitet, aber hier an den Rand kann ich ja schon mal ein paar Bäume hinmachen. Gut, hier weiß ich noch nicht. Hier sind, glaube ich, eh keine Bäume. Und ansonsten, hier habe ich eh noch nichts vorbereitet.
Dann gucke ich nochmal von oben, ob ich irgendwas vergessen. Ach, ja, hier habe ich einen vergessen. Machen wir hier natürlich noch einen hin. So. Nochmal von oben schauen. Ja. Sieht auf jeden Fall um einiges besser aus jetzt mit den Bäumen. Ach hier, yeah, stimmt, hier an der Seite habe ich noch gar keine. Ah, hier muss ich auch nochmal schauen. Welche mache ich denn hier hin? Ja doch, ich mache hier die kleinen hin, die großen werden zu übertrieben. Müssen wir aber mal schauen, dass das hier nicht so in Konflikt mit der Mauer kommt. Machen wir die an der Stelle einfach mal so hier. Ja doch. Einfach so mal ein bisschen. Ja. Sollte passen. Gut, und hier noch. Mach den hier einfach mal ein bisschen höher, damit er nicht so mit der Mauer in Konflikt kommt. Oh. Kommt natürlich trotzdem in Konflikt. Ah, machen wir es noch höher. Machen wir den einfach mal. Nein. Ah, jetzt ist hier wieder alles. Oh, das war mein Fehler. Na super. Okay, ich habe es dann hinten bekommen mit den Bäumen hier. Und zwar die drei Bäume hier einfach. Und jetzt gestalte ich einfach nochmal die Umgebung ein bisschen. Vor allem hier drüben. Hier fehlt das ja noch ganz. Machen wir einfach mal ein bisschen Gras hin. Und zwischendrin natürlich ein paar Blumen und andere Pflanzen. So. Hier an den Rand. Ah, hier habe ich den gar nicht wieder ausgetauscht. Hier hatte ich ja aus Versehen Steine mit reingebracht, weil ich hier den Bereich durch Steine markiert hatte. Durch mit Gras ersetzt hatte, wegen hier drüben. Gut. Hier an den Rand können wir ruhig nochmal einen Farn hinpacken. Da natürlich auch noch die kleine Pfanne. Hier so rein. Und größtenteils natürlich Gras so, damit es nicht ganz so leer aussieht hier. Einfach ein bisschen Gras drüber über die Sache wachsen lassen. So. Ja. Nicht an jedem Block, das würde zu übertrieben sein, aber einfach mal so random ein bisschen Gras. Und zwischendrin dann auch, wo habe ich denn das? Da, das hohe Gras. Ab und zu auch mal. Einmal hier. Ja. So soll es passen. Und dann das normale Gras hier zwischendrin. Dann war es das jetzt erstmal mit dieser Folge. Hier seht ihr nochmal das Endergebnis. Ist auf jeden Fall eigentlich ganz gut geworden. Und wenn ihr Verbesserungstipps habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und als nächstes, denke ich mal, werde ich dann hier drüben weitermachen. Weil der Bereich ist ja eigentlich schon so gut wie fertig jetzt. Ja gut, dann hinten die Berge müssen irgendwann noch gemacht werden. Aber das würde ich dann, glaube ich, erst machen. Ja gut, auch die Schmiede werde ich noch machen. Und die Berge hier werde ich erst anpassen, wenn ich hier drüben das Bergmassiv noch baue. Und ja gut, die ganze Seite werde ich irgendwann anders auch noch machen. Hier kommen ja dann noch die Ställe hin. Also nicht die Ställe sind hier. Und zwar da, wo man startet, diese Gebäude, auch Wohngebäude, glaube ich. Dann hier hinten noch die Koppel, dieser andere kleine Reitplatz hier und dann die Wiesenflächen da hinten. Und ja, gut, dann seht ihr hier nochmal, ich zeige euch das Ganze nochmal von oben. Seht ihr nochmal, was wir bisher geschafft haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und wie gesagt, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was ich besser machen kann. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Solution.